Ja, dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Viktoria Köln gegen den SVW Wiesbaden. Die Partie endete mit 1:0 für Viktoria Köln und ich begrüße die beiden Cheftrainer Markus Kaczynski und Olaf Janssen. Und dem Gast gebührt natürlich das erste Wort. Herr Kaczynski, Ihr Statement bitte. Ja, als erstes mein Glückwunsch an Olaf und Viktoria. Ja, das Tor fällt in der zweiten Halbzeit, aber ich glaube, das Spiel hätten wir in der ersten Halbzeit für uns entscheiden können. Wir haben am Anfang zwei brenzlige Situationen, wo Viktoria gut nach vorne gespielt hat, uns überrascht hat mit schnellen Angriffen. Aber dann haben wir das Spiel, glaube ich, komplett in den Griff. Und ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Großchancen wir hatten. Das waren 3, 4, 5 klare Möglichkeiten, wo der Ball einfach rein muss, wo wir aus unserer Überlegenheit Tore machen müssen. Wir hatten viele hohe Ballgewinne, haben wirklich gut gepresst, immer Köln unter Druck gesetzt und haben ja, reihenweise gute Möglichkeiten leider liegen lassen, auch Anfang zweiter Halbzeit dann in Überzahl direkt Wurzi zentral am 16er eine freie Schusschance. Das sind nochmal seine Situationen, wo er die er einfach auch im Training blind reinmacht. Und heute ging der Ball nicht rein, dann haben wir ja eine blöde Situation gegen uns, unnötig, dass Beppo da grätscht. Das hätte man mit Sicherheit anders lösen können, dann geht es in den Gleichzahl weiter. Ja, und ab da war es ein offener Schlagabtausch. Jede Mannschaft hat immer Möglichkeiten gehabt, hat einzelne Angriffe gehabt und einer dieser Angriffe ging dann ins Ziel und der Mannschaft hat mitgegeben, dass wir mal ein gutes Spiel gemacht haben. Dass wir jetzt natürlich enttäuscht sind, das ist normal, das ist klar, dass eine Enttäuschung da ist. Wir haben viel eingesetzt, haben viel investiert. Und wenn man dann mit leeren Händen da steht, da geht der Kopf runter. Aber es geht sofort weiter. Das ist der Vorteil, dass wir schon am Mittwoch gegen Bayreuth wieder in den Ring steigen und wieder zeigen können, was wir drauf haben. Und dann gilt es einfach aus seinen spielerischen Möglichkeiten, aus dem Kampf, den wir da investieren, dann auch das Tor zu machen. Wir waren ja schon in Dortmund ein bisschen nach in der Endphase, wo wir auch 2, 3, 4 dicke Chancen hatten. Und jetzt gilt es einfach daraus zu lernen und einfach diese klaren Situationen vom Tor einfach auch besser für sich zu nutzen. Und so gehen wir natürlich enttäuscht nach Hause. Vielen Dank. Dankeschön. Olaf, dein Fazit zum Spiel. Ja, erstmal vielen Dank, Markus, für deine Glückwünsche. Ja, inhaltlich schließe ich mich da eigentlich komplett an, was den Spielverlauf betrifft. Ich glaube, da muss man nicht lange philosophieren. Aus meiner Sicht vielleicht so 2, 3 wichtige Dinge, die einfach passiert sind. Also das Erste ist, dass ich will, dass meine Mannschaft bei unserem Fußball bleibt. In der ersten Halbzeit hat uns Wiesbaden extrem gequält und wir haben augenscheinlich die eine oder andere falsche Entscheidung mit Ball getroffen. Aber das gehört zu einer Entwicklung dazu. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft, aber wo ich also einfach total von den Jungs überzeugt bin, die sind hungrig, die wollen lernen, es ist ein unglaublicher Zusammenhalt und deswegen erzähle ich das auch so, weil mit der roten Karte dann noch kann man sich vorstellen, wie so eine Mannschaft dann in der Kabine sitzt. Ne? Ich habe gesagt, der Gegner wird jetzt wahrscheinlich rauskommen und sagen, so, jetzt kriegen sie den Gnadenstoß, jetzt schenken wir denen noch ein paar ein, jetzt sind sie einer weniger. Und ich habe einfach den Jungs nochmal versucht, vor Augen zu führen, wenn wir denn so einen tollen Zusammenhalt haben und so eine tolle Truppe, dann ist das jetzt genau der Moment, wo man das unter Beweis stellt. Weil nur hier beim Training in der Kabine bringt da nicht viel. Und das, muss ich sagen, das macht mich stolz, wie die Jungs das angepackt haben, die erste Halbzeit abgeschüttelt haben, wo sich jeder in jeden Ball reingeworfen hat. Die Zuschauer standen wie eine Wand und dann, wie Markus richtig sagt, spielt uns dann sicherlich die rote Karte dann beim Gegner dann so ein bisschen in die Karten. Das, klar sind wir nur hinterhergelaufen und da haben wir nicht mehr, also gefühlt gar nichts zugelassen. Und dann, ja, dann hat man einfach gemerkt, dass die Jungs dann plötzlich dann an den Sieg geglaubt haben und dann hinten raus, klar, hatten auch die eine oder andere Konterchance, aber das ist ja dann auch nur klar, dass der Gegner dann aufmacht. Und von daher schließe ich für mich mit dem wirklich grandiosen Gefühl, dass ich weiß, dass ich wirklich eine besondere Mannschaft habe, weiß, dass wir noch eine Menge an Entwicklung vor uns haben, aber wenn wir das gemeinsam, die Tiefschläge so aushalten, was im Übrigen, glaube ich, in der dritten Liga ein ganz wichtiges Merkmal ist, dass man nach den Tiefschlägen wieder aufsteht. Und das Gefühl habe ich heute bei meiner Mannschaft gehabt und wünsche natürlich Markus euch alles Gute, ich glaube auch, genau wie du, wenn ihr dann so weiterspielt, dann
wenn irgendwann die drei Punkte noch da sind. Okay. Vielen Dank. Danke, Olaf. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Herr Janssen, ja, Glückwunsch, das war zu Sieg auch. Hätten Sie Zeit 0-0 unterschrieben nach der ersten Halbzeit, wo den ja schon hätte höher führen müssen? Also das wäre jetzt sehr komisch, wenn ich da sage, nein, wir waren in Unterzahl und so wie das Spiel gelaufen ist, dann die hauen wir noch aus dem Stadion. Also von daher, in der Situation hätte ich sicherlich den Punkt mitgenommen. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich den Gästen eine gute Heimreise und ein schönes Wochenende. Danke.